Hi, Dennis hier. Ich bin Deutscher, das tut mir auch furchtbar leid. Und hier ist nochmal ein Spiel aus meiner Kindheit. Heute mal auf Deutsch, weil es wurde immer mal wieder darum gebeten, ja, ich solle das doch bitteschön mal auf Deutsch machen, weil ich habe ja einen deutschen Kanal und irgendwo gewisserweise macht das ja auch Sinn. Es ist nur so, ich bin ja, komme ja aus Süddeutschland, ich bin Schwabe und uns Schwaben sagt mir ja viel nach, auch dass wir so ein Bauerndeutsch reden und dass keine Sau versteht, was auch immer wir sagen. Deshalb sage ich nur, weil auch viele andere Leute schon zu mir gesagt haben, dass man mein Englisch besser versteht als mein Hochdeutsch. Ja, sage ich nur, ich mach's jetzt mal auf Deutsch. Wenn ihr es nicht versteht, selber schuld. Ich gebe mir aber trotzdem die größtmögliche Mühe, in einem verständlichen Deutsch zu reden. Was ich heute spielen werde, ist das relativ bekannte Spiel Dune 2. Ist ein ziemlicher Klassiker, eigentlich. Man sagt, es sei das erste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. Das ist so nicht ganz so. Es gab schon davor Echtzeitstrategiespiele. Es ist von daher ungefähr wahr, dass es das erste Echtzeitstrategiespiel ist, dass dieses Konzept Basis bauen, Einheiten bauen, gegnerische Basis kaputt kloppen ist. Zumindest das erste wirklich bekannte Mainstream-Spiel. Es kommt aus dem Hause Westwood. Westwood kennen wir ja vermutlich alle, die haben später die Command & Conquer-Serie gemacht, die sehr erfolgreich war und auch heute noch sehr erfolgreich ist und auch immer weiter gesponnen wird. Das Ganze basiert auf dem Roman Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Da gibt es auch nicht nur einen Roman, ich glaube, er selber hat 6 Stück geschrieben und hat dann noch einen unvollendeten Teil gehabt, der dann von seinem Sohn letztendlich weitergeschrieben wurde, aber scheinbar nicht gut sei. Ich selber habe nur die ersten 3 Bücher gelesen. Jedenfalls, das Spiel trifft, sagen wir mal, den Geist des Buches eigentlich nicht. Was aber nicht heißen soll, dass es ein schlechtes Spiel ist. Also man sieht hier jetzt auch gerade das Intro laufen. Ich werde es gleich mal abbrechen, damit wir hier starten können, wenn man die Harkonnen noch gesehen hat. Es geht im Kurzen darum, man hat einen Wüstenplanet, auf dem ein bestimmtes Gewürz wächst, was so ziemlich die wichtigste Substanz des Universums ist. Ich glaube, hier wird nicht ganz erklärt, wieso, einfach nur, dass es Macht hat und super toll ist. Es wird letztendlich so eine bewusstseinserweiternde Droge, die genutzt wird, damit gewisse Leute die Zukunft voraussehen können und sich im Raum bewegen können, ohne sich zu bewegen. Klingt logisch. So ist das. Und der Imperator des Universums, jetzt habe ich es doch nicht abgebrochen, ist egal. Der Imperator des Universums hat eben den Kampf ausgeschrieben, zwischen 3 Parteien, dem Haus Atreides, was so mit die Guten sind, dem Haus Harkonnen, welches eindeutig die Bösen sind, und dem Haus Ordos, welches, sagen wir, hinterlistige, sehr nüchterne, sehr wirtschaftlich denkende Wirtschaftsdödel sind. So, ich werde die Texte hier nicht vorlesen. Erstens ist das hier kein Let's Play und zweitens, ja, ich glaube schon, dass die meisten Zuschauer hier des Lesens selber mächtig sind. Und ich finde es dann immer schön, wenn man so ein Let's Play spielt und dann immer mit so einer bewusst suspektiven und schön verstellten Stimme gelesen wird. Mochtest du dem Haus im Atreides? Das ist vor allem, was ist denn das von Deutsch? Mochtest du dich dem Haus Atreides? Keine Ahnung, ob ich das will. Ich verstehe die Frage nicht. Ich klick mal ja. So, und jetzt. Sei gegrüßt! Ich bin dein Mentat, Cyrill! Nee, also das lasse ich lieber bleiben, sonst. Ja, ich fände es ja schön, wenn ihr das Video noch fertig guckt. Und ich glaube, da stehen meine Chancen schlecht. So, was ihr hier seht, ist ja, sagen wir mal, das Klassische, wie man es kennt. Man hat hier eine Karte, man hat Einheiten, man hat sogar ein Nein. bisschen Sprachausgabe. Jawohl, Jawohl, Sir. Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Das kommt Bereit? davon, wenn Engländer einen deutschen Text vorgelegt bekommen und den dann vorlesen. So, hier in der Mitte ist mein Bauhof. Konstruktion fertig. Konstruktion fertig. Gut, danke. Ich baue hier jetzt gerade ein paar Betonplatten, weil das Fundament ist nicht so gut. Und wenn man ein Gebäude baut, ohne Konstruktion fertig. Betonplatten darunter zu haben, dann nimmt das mehr Schaden, ist später anfälliger und so weiter. Deshalb Konstruktion ist es allgemein fertig. immer besser, wenn man sich die Zeit nimmt. Tralala. Ziel der Mission ist jetzt, dass Konstruktion ich fertig. 1000 Credits haben soll, indem ich Spice sammle. So, nee, ich zeige das jetzt hier nochmal. Ich kann hier in die Bauanlage reingehen
und habe hier dann mein Baumenü und kann auswählen, was ich bauen will. Ich baue jetzt in dem Fall eine Windfalle, die fungiert als Kraftwerk, weil ich erstmal ein bisschen Energie brauche. Also man sieht, hier ist Sand. Oh, jetzt kommt eine feindliche Einheit. Die greife ich direkt mal an. Oder auch nicht. So, ich nutze hier Keyboard-Shortcuts dafür, weil die Steuerung ist... Und das ist auch eine ziemliche Schwäche von dem Spiel. Dass man keine nicht mehrere Einheiten gleichzeitig auswählen kann. Und deswegen einzeln anklicken, auf Angriff klicken und dann das Ziel auswählen müsste. Was ziemlich umständlich ist, was so noch weiterhin umständlich ist, aber durch Keyboard-Shortcuts immerhin ein bisschen ausgeglichen wird. Also, dieser scheiß Ordos-Krieger hat mich unterbrochen. Dafür ist er verreckt. Selbst schuld. Was ich sagen wollte, hier ist Sand. Das bedeutet, dass einige Einheiten auf Sand ein bisschen langsamer fahren als auf steinigem Untergrund. Das ist das hier, das ist steiniger Untergrund. Und auf Sand kann man auch nichts bauen. Weil da gibt es ja schon dieses schöne Lied, das kennen wir alle aus unserer Konfirmandenzeit, die ich nie hatte. Weil ich wüstgläubig bin, haha. Bau nicht dein Haus auf dem losen Sand. Und deshalb tun wir das auch nicht. Und jetzt baue ich erstmal meine Gewürzraffinerie, bewusst auf Betonplatten, nicht auf Sand. Ich kann jetzt auch meine Einheit hier mal nutzen, um ein bisschen die Gegend zu erforschen. Das Orangene hier, das ist Spice. Das ist dieses Gewürz. Und Geld verdient man, indem man mit seinem Sammler Gewürz abbaut. Das ist zum Beispiel ein Element, das man aus den Romanen auch kennt. Jawohl. Jawohl. In Ordnung. So, schon fertig. Eine gegnerische Basis gibt es hier jetzt aber noch nicht. Das Ziel ist wirklich nur, das Beiß abzubauen. Es laufen ein paar Gegner rum, wie der hier, der jetzt nicht mehr lange leben wird. Und jetzt geht mein Spice-Sammler los und sammelt hier schön das Spice. Wenn man ihn anklickt, kriegt man auch Bescheid gesagt, zu wie viel Prozent er gefüllt ist. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, zum Beispiel Command & Conquer, wo das noch einigermaßen schnell geht, da braucht es hier wirklich eine Ewigkeit, bis der voll ist. Ziemlicher Pain in the Ass, würde ich mal sagen. Gucken, ob ich das Spieltempo ein bisschen hochschrauben kann. Nee, die ist schon auf sehr schnell, schade. Achtung, zeigt auch die Musik leider. Allgemein glaube ich, dass ich ihn gerade überlastet habe mit diesem sensationellen, grafisch hochanspruchsvollen Spiel. Ist ja aber egal. So, jetzt wird mein Sammler angegriffen, das macht mich ein bisschen sauer, deshalb bringe ich diesen kleinen grünen Mann auch gleich um. Feindliche Einheit zerstört. So, außen grün, innen hohl, wie Schnittlauch. Gut, also ich erinnere mich an dieses Spiel, das habe ich relativ früh gespielt, da war ich vielleicht 7 Jahre alt. Da hat mein Vater mal so eine Spielesammlung nach Hause gebracht. Ich habe das ja mal erzählt, mein Vater ist der Urprototyp des sparsamen Schwaben, der in den Laden geht. Ich kauf mir bloß ein Spiel, wenn es da 200 Spiele für 2 Mark gibt und so ein Shit. Und da hat er da so eine Spielesammlung mitgebracht, die aber ziemlich gut war. Die hieß Help, also da stand nur Help auf der CD drauf. Ich habe auch nichts mehr davon gefunden, die kann also nicht so weit verbreitet gewesen sein. Waren aber ein paar echt coole Spiele drauf, unter anderem Dune 2, dann Pushover, The Humans, Prince of Persia, so eine Formel 1 Simulation war noch drauf, ein Sherlock Holmes Adventure, kann ich eigentlich auch alle mal reviewen. War mal keine so schlechte Idee. Und da waren eben so ein paar Spiele, die konnte man schön damals spielen, zusammen mit den Kindern. Gerade Pushover oder The Humans, das war schön angenehm. Da konnte man ein bisschen rätseln, die Kinder mitraten lassen und dann hat er das gemacht. Und ich hatte damals so die Anleitung von dieser Spielesammlung ein bisschen gelesen und mir das Dune 2 mal angeschaut. Und das Gute war auf Englisch, mein Englisch war damals noch nicht so super toll. Aber da habe ich immer so meinen Vater gefragt, ja, was ist denn das da, hier auch mal spielen. Und da hat er immer nur gesagt, nein, das ist gar nicht so wirklich ein Spiel. Und das liegt daran, dass laut Definition von meinem Vater ist alles das kein Spiel, wo man länger als eine halbe Stunde am Stück spielen müsste, um sinnvoll zu spielen. Also, er ist auch ein ziemlicher Casual Gamer. Wobei, er hat auch selber immer... immer Flugsimulatoren über Stunden gespielt und stehe ich sowieso nicht, dann simuliert man mal schön Flug von
von Stuttgart nach Hamburg, dann startet man schön in Stuttgart und dann fliegt das Scheißding wirklich erstmal. Der macht da auch den Autopilot rein, der fliegt dann Richtung Hamburg und da darf er dann landen. Also immerhin gut, wenn es ihm gefällt, ich könnte mich da nicht stundenlang mit befassen. Auf jeden Fall meinte er dann, dass das gar nicht so wirklich ein Spiel sei. Ich habe es dann mal heimlich probiert und erstmal überhaupt nicht kapiert, worum es geht. Da war ich damals wirklich noch zu wenig Gamerseele dafür. Aber irgendwann habe ich es dann auch mal auf die Reihe gekriegt. Und dann hatte ich aber Schwierigkeiten, wo es an die Mission ging, in denen man die gegnerische Basis zerstören muss. So, die ersten zwei Missionen, da muss man nur Spy sammeln. Ich habe das jetzt hier geschafft. Später geht es dann wirklich darum, Krieg zu führen. Und gegen ganz später muss man dann sogar sowohl die Ordos als auch die Harkonnen gleichzeitig auf einer Karte besiegen. Okay. Das hätte ich geschafft. Jetzt wird da erstmal wirklich ein Wahnsinns-Big Deal draus gemacht, dass ich das geschafft habe. Aber gut, ich fühle mich ja geschmeichelt, will ich ja gar nichts sagen. Das nehmen wir mal wieder auf. Bin nicht in den Highscore gekommen. So, und auch das kennen wir klassisch aus Echtzeitstrategiespielen. Wir kriegen eine schöne Landkarte und müssen jetzt sagen, in welchem Bereich wir als nächstes vordringen. Und da kommt dann auch die nächste Mission. Glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um mit dem Schlussfazit zu beginnen. Für die Idee habe ich lang geschwankt, aber ich gebe 4 Punkte. Weil einerseits muss man natürlich sagen, hier wurde ein neues Genre definiert und begründet und Respekt davor. Aber andererseits sehe ich eben auch, dass der Ideenreichtum nicht allzu groß ist. Gut, ich meine, achso, das ist jetzt übrigens der Kopierschutz. Und ich weiß nicht, ob ich den umgehen kann. Na doch. Wusste ich noch. Also der Ideenreichtum ist nicht so hoch, wie er eigentlich sein sollte, weil jetzt kommen irgendwie nur noch Missionen. Ja, zerstör die gegnerische Basis, zerstör die Basis, zerstör die Basis. Allerdings hat noch viele Einheiten, noch viele Gebäude, also es wird schon noch ein bisschen was geboten. Allerdings, der Ideenreichtum ist ein bisschen gering in diesem Spiel. Man hat ein tolles Genre dadurch definiert, Respekt, und deshalb würde ich am liebsten 4,5, ich gebe einfach mal 4,5 Punkte. So viel Zeit muss doch sein. Für die Umsetzung gebe ich auch 4 Punkte. Das liegt ganz einfach daran, dass man kein Multiselect hat. Was natürlich, damals wusste man vielleicht noch nicht, dass man das einfach für dieses Genre braucht, dass man das nicht reicht, wenn man nur eine Einheit auf einmal auswählen kann, und dass das ziemlich auf die Eier geht. Weil gerade wenn man eine große Angriffswelle starten will, dann muss man sich die Einheiten so in einer bestimmten, muss man die aufreihen und die hintersten immer zuerst schicken, damit man so eine Welle bekommt, dass auch wirklich irgendwie alle Einheiten einigermaßen gleichzeitig ankommen. Das wussten die damals vielleicht noch nicht, okay, aber dann sind es also Sachen wie, dass der Sammler wirklich, wenn der kein Spicefeld mehr neben der Basis hat, der fährt stur durch die gegnerische Basis, um ein Spicefeld zu kriegen, und allgemein ist die Einheiten- und Wegpunktintelligenz hier noch wirklich sehr in den Kinderschuhen. Ansonsten hat man nette Grafik, nette Sprachausgabe, die Zwischensequenzen, finde ich, sind schön gezeichnet. Die Hintergrundmusik, wenn sie mal vernünftig klingt und nicht so wie gerade bei mir, weil das Spiel ein bisschen am Hackeln ist. Dann hat man auch eine sehr schöne Hintergrundmusik. Und es ist solide umgesetzt, muss man sagen. Also 4 Punkte dafür. Für den Spielspaß muss ich eigentlich 5 Punkte geben, weil ich habe dieses Spiel oft gespielt. Wirklich oft. Ich spiele es heutzutage noch oft. Ich habe es während dem Studium immer mal wieder während der Vorlesung gespielt. Und ja, deswegen 5 Punkte ganz einfach für den Spielspaß. Es macht Spaß, man muss sich mit der Steuerung abfinden und mit dem, wie es funktioniert, aber dann ist es cool. Also ich kann zu jedem empfehlen, das Spiel ist Abandonware. Man kriegt das eigentlich im Internet, wenn man nur ein paar Minuten danach googelt. Und es sollte jeder mal irgendwie zumindest mal probiert haben. Für die manchen mag es vielleicht nicht so der Brüller sein, für die anderen dann wiederum mehr. Probiert es einfach. Ich finde, es ist ein cooles Spiel. Wenn ihr es probiert, solltet ihr auf jeden Fall... Ach scheiße, ich habe keine Zeit mehr. Tschö!